Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen im Do-It-Yourself-Inspiration-Kids-Club. Ich bin's Kati und ich werde heute ein richtig niedliches Playmobil-Bett selber bauen. Und dafür braucht ihr runde Holzscheiben, die sollten ungefähr gleich groß sein. Ihr braucht stabile Pappe, ein bisschen Stoff oder ich habe hier so Spitzenband, ein bisschen Papier oder Washi-Tape zum Dekorieren, eine Schere, ein Lineal und eine Heißklebepistole. Und Hannah wird das Bett heute ausprobieren, aber Hannah hat ja schon ein neues Bett, also das ist nicht für Hannah, das sage ich euch einfach so, vielleicht für eure Playmobil-Figuren. Die Hannah Vogel, die hat ja schon in der Playmobil-Luxusvilla bei Spiel mit mir Kinderspielzeug ein schönes neues Bett bekommen. Ja gut, dann geht's also los. Das werden die beiden Seitenteile von dem Bett und dadurch kann das Bett dann auch so ein bisschen schaukeln, weil es eben unten rund ist. Aus der Pappe werden wir die Matratze oder den Untergrund von dem Bett selber machen. Und ja, die Klebepistole lege ich erstmal einmal an die Seite. Und jetzt müssen wir nochmal schauen, wie groß ist eigentlich so eine Playmobil-Figur, wie viel Platz braucht die? Und so groß soll dann so der Untergrund werden und den schneide ich gleich zweimal aus, damit das Ganze stabiler ist. Ich habe mir das Ganze jetzt einfach mit dem Lineal vorher aufgezeichnet. Das sind 5 cm mal 7 cm und das habe ich jetzt hier zweimal vorgezeichnet und schneide das jetzt aus und klebe das dann aufeinander. Dann haben wir einen festen Untergrund, also eine feste Matratze eigentlich für unsere Playmobil-Figuren. So, jetzt wird weitergeklebt. Jetzt werden die hier genau in der Mitte von diesen Holzscheiben angeklebt. Ich brauche also wieder meine Heißklebe und trage hier in der Mitte einmal einen Klebestreifen auf. Und da wird dann jetzt so das Ganze reingeklebt. Und die andere Holzscheibe natürlich hier an der anderen Seite. Aber bevor ich das mache, lasse ich das hier erstmal gut trocknen. So sieht das Bett jetzt aus. Hui, und das kann sich auch einmal komplett rumdrehen. Da muss man schon vorsichtig sein. Und damit da an der Seite niemand rausfällt, habe ich jetzt nochmal so zwei Pappstücke abgeschnitten. Die haben jetzt auch eine Seitenlänge hier von 7 cm und sind aber hier so ungefähr 1,5 cm hoch. Und die klebe ich hier nochmal an der Seite an. So, alles gut trocknen lassen. Und von innen, da klebe ich jetzt noch dieses schöne Spitzenband rein. Dann sieht das einfach noch ein bisschen schöner und gemütlicher aus und auch ein bisschen mehr wie ein Puppenbett. Man muss allerdings vorsichtig sein. Ich habe es gerade noch mal ausprobiert. Man kann das Ganze wirklich komplett rumdrehen. Und das wäre natürlich auch nicht so gemütlich. Deswegen entweder legt ihr hier unten noch was drunter, so als Sperre. Oder ihr könnt natürlich auch das hier unten noch ein bisschen glatt feilen, damit das dann gerade steht. Ich finde es jetzt eigentlich ganz lustig, wenn man damit so schaukeln kann. Aber wenn da wirklich jemand drin liegen wollte und schlafen wollte, dann wird er nachher hier in der Nacht sich so rausdrehen. Das wäre natürlich nicht so gut. Man kann da natürlich verschiedene Sachen machen. Entweder legt man einfach hier eine kleine Sperre drunter an beiden Seiten. Man kann auch zum Beispiel ein kleines Lumenband nehmen und das in dieses Lumenband reinstellen. Das hilft auch schon. Oder wie ich gerade gesagt habe, mit einer Feile hier unten vorsichtig das ein bisschen gerade feilen. So, jetzt unser Spitzenband. Das schneide ich mir erstmal auch zurecht. Also ein Stückchen abschneiden. Und da macht das Bett sich auch schon wieder selbstständig und rollt im Hintergrund weg. Hier geblieben. So, dann hier einfach ein bisschen Klebstoff reingeben. Und das Spitzenband. Das schlage ich noch so ein bisschen nach innen dann. So, jetzt finde ich, sieht das richtig schön aus. Außer hier von außen, das gefällt mir noch nicht so gut. Dafür habe ich ja hier noch diese Klebestreifen. Das sind diese Masking Sticker. Und das sind schon so vorgefertigte Streifen. Eigentlich ziemlich perfekt. Und damit dekoriere ich das Ganze jetzt hier von außen noch.
Und wenig später ist das Schaukelbettchen fertig. Das ist natürlich nicht nur für Playmobil-Figuren geeignet. Da kann man auch andere kleine Figuren, kleine Puppen und so weiter reinlegen. Ihr könnt das natürlich auch in etwas größer basteln. Dann braucht ihr einfach größere Holzscheiben. Meine hatten jetzt ja so einen Durchmesser von 5 cm ungefähr. Aber wenn ihr da etwas größere Holzscheiben habt, einfach alles ein bisschen vergrößern, dann habt ihr auch gleich ein größeres Bett und da passt dann auch eine größere Puppe rein. Ich finde, es sieht super niedlich aus. Was sagt ihr dazu? Gerne unten in die Kommentare schreiben. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Und schaut natürlich auch unsere anderen Videos. Wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Tschüss!